Das hier ist mein Kanal Nuts and the Diamonds. Hier dreht sich alles um das Thema Diamond Painting, um die Sammlung hinter mir, um mich und mein Hobby. Und die heutige Diamond Painting Sprechstunde ist ein bisschen eigennützig, denn zum ersten geht es ums Zeitmanagement, das betrifft mich und euch. Und zum zweiten geht es darum, was es bei mir Neues gibt, was es auf dem Kanal geben wird und wie wir Ostern miteinander verbringen werden, so mehr oder weniger. Und zwar gibt es immer Fragen in meinen vorherigen Videos. Es gibt noch 5 weitere Diamond Painting Sprechstunden. Wenn euch das Thema interessiert, dann schaut doch mal in meinen Playlists nach. Da habe ich eine ganze Playlist zum Thema Diamond Painting Sprechstunde. Wenn das Hobby neu für euch ist, dann wird es dazu auch noch ein Video geben. Aber auch die Diamond Painting Sprechstunden sind für Neulinge sehr lehrreich. Dann gibt es zum Beispiel Videos, in denen ich euch erkläre, wo ihr Bilder für kleines Geld bekommt oder um das Hobby einfach nur mal auszuprobieren. Und ansonsten dreht sich mein Kanal hauptsächlich um diese Riesensammlung da im Hintergrund, die und die, die ich, da unten steht auch noch was, so ist ja nicht, die ich versuche hier im Kanal abzuarbeiten mit euch zusammen. Dafür nutze ich diese Plattform hier, einfach weil ich die Challenge habe, meinen gesamten Vorrat aufzubrauchen, ohne mir selbst neue Bilder zu kaufen. Da gibt es aber aktuell eine kleine Änderung, deswegen habe ich mich dafür entschieden für das Mittwochvideo zur zeitlichen Einordnung. Heute ist Dienstag, dieses Video wird also morgen hochgeladen. Deswegen habe ich mich halt entschieden, euch ein Diamond Painting Sprechstundenvideo zu drehen, mit ein bisschen Eigennutz, wo ich ein bisschen erzähle, was es bei mir Neues gibt, wie es mit mir und meiner Challenge weitergeht. Und ich möchte euch darüber berichten, dass ich schon meine Loopholes ausgenutzt habe. Und dafür hole ich gerade mal mein Challenge-Büchlein ran. Und zwar kommen wir dafür mal dazu, was es Neues bei mir gibt. Ich habe ja gesagt, dass ich nochmal durch meinen Stash, also den Vorrat da im Hintergrund, gehe und nochmal niederschreibe bzw. Inventur mache. Das habe ich getan. Ich habe, vielleicht seht ihr, erkennt ihr es ein bisschen im Hintergrund, ich habe auf die Boxen diese Sternchensticker geklebt, die wir auch in meiner Challenge benutzen, um abzuhaken, was ich schon alles an Bildern fertig bekommen habe. Da seht ihr es, das war aus dem letzten Monat. Also ich habe bis Ende Februar schon 4 Bilder aus meinem Vorrat beendet. 89 Päckchen sind es. Und bei jedem 5. Stern darf ich mir ein Goodie kaufen, das kein Diamond Painting Bild ist, aber mit Diamond Painting zu tun haben kann, aber nicht muss. Wenn ihr zu der Challenge mehr wissen wollt, dann schaut einfach auf meinem Kanal vorbei. Da kommt ihr hin, indem ihr auf mein Bildchen klickt unter dem Video. Und dann gibt es dort unter den Playlists, die Playlist Diamond Painting Stash Detox. Da gibt es ein Startvideo, da erkläre ich euch, wie es geht und was ich hier tue und warum es dieses Büchlein gibt. Und vielleicht ist das auch was für euch, wenn ihr einen großen Vorrat habt, den ihr abarbeiten wollt. Jedenfalls lange Rede, kurzer Sinn. Ich habe festgestellt, dass ich Bilder in meinem Vorrat habe, die ich am Anfang nicht kategorisiert oder aufgeschrieben habe. Das habe ich jetzt nachgeholt, indem ich eine richtige Inventur gemacht habe. Ich habe nochmal alle 89 Bilder aufgeschrieben und auch hier, das hier unten ist ein anderer Part, da kommen wir gleich zu, alle 89 Bilder hier aufgeschrieben. Genau, das endet hier bei Partners in Crime, da 89. Und dann ist es aber so, dass ich ein bisschen was korrigieren musste, denn ich habe 2 Kooperationen, die relativ neu sind. Eine kam jetzt erst vor nicht ganz 2 Wochen und eine schon so im Februar rum. Ne? Und ja, jetzt ist es so, dass zum Beispiel die Mermaid im Spiegel, die Meerjungfrau im Spiegel, aus dem Shop von Janine X eingezogen ist. Und es wird ein Bild, das ich mir aussuchen durfte, von einem anderen deutschen Shop einziehen. Und da ist es dann so, wenn ein neues Bild einzieht, fliegt ein anderes Bild aus meinem Stash raus, weil ich die Zahl nicht unendlich erweitern möchte. Ich möchte ja meinen Stash abbauen. Und ich habe da so ein paar Bilder noch im Vorrat, die ich mal, weil sie günstig waren, gekauft haben oder weil ich sie eigentlich gut fand, aber das war dann halt keins, wo mein Herz richtig höher geschlagen ist. Solche Bilder gibt es auch.
Ja, und wenn ich mir dann ein Bild aussuchen darf, wie die Meerjungfrau im Spiegel, was absolut mein Thema ist und mir gefällt, dann macht es mir auch nichts aus, wenn ein anderes Bild geht. Welches Bild das ist, habt ihr in dem Unboxing von meinem neuen Bild erfahren. Und welches Bild noch auszieht, erfahrt ihr dann, wenn mein Promobild, mein Werbebild von der anderen Kooperation angekommen ist. Jedenfalls habe ich das auch schon hier drin stehen. Ich verrate noch nicht wo. Und dann gibt es noch die Punkte 90 bis 93. Da ist einmal ein Diamond Dots Bild mit der Katze drin. Das habe ich euch mal kurz gezeigt. Das habe ich zum Valentinstag von meinem Mann bekommen. Das ist ein günstiges Teilbild, das nicht direkt in meinen Stash einzieht. Es würde nur aufrücken, würde ich es im Rahmen meiner Stash Detox Challenge schon anfangen. Dann müsste es aufrücken und ein anderes dafür gehen. Das heißt, dafür nutze ich dann das Tippex, was man hier so ein bisschen sieht. Und dann ist es so, dass ich bald Geburtstag habe und bis vor einer Woche nicht wusste, was ich mir wünschen soll. Weil ich habe mir bis jetzt jedes Jahr Diamond Paintings gewünscht oder Koffer oder Stifte. Einfach alles, was mit dem Hobby zu tun hat, was ja mein Vorrat im Hintergrund verrät. Letztes Jahr zum Beispiel auch den AB-Steine-Koffer, den ich besitze, wo 60 AB-Farben drin sind, die ihr dann selbst frei benutzen könnt, um auf euren Bildern Steine auszutauschen, wenn ihr zum Beispiel die 3865 auf eurem Bild habt. Und ihr wollt aber lieber, dass der Bereich glitzert, dann tauscht den einfach durch AB-Steine aus. Auch das habe ich euch schon öfters mal auf meinem Kanal erklärt und gezeigt. Und wenn ihr Zeit und Lust habt, stöbert euch einfach mal durch meine Videos und schaut euch ein bisschen um. Jedenfalls habe ich mir dann zum Geburtstag zwei Bilder aus dem Shop von Tini Schnickschnack gewünscht. Sie hat nämlich richtig viele Bilder bei ihr rabattiert. Und ich hatte Angst, dass das Bild, wo dann mein Herz dran hängt, nicht mehr verfügbar ist. Jetzt ist es so, dass die zwar bestellt sind, ich die aber noch nicht bekomme, weil ich erst im Mai Geburtstag habe und wir haben jetzt bald erstmal April und ich muss halt noch so 6 Wochen, ja, so knapp 6 Wochen, nicht mehr ganz, darauf warten. Ich habe Anfang Mai Geburtstag, dass ich die Sachen bekomme. Und dann war es so, dass es bei Pigmondo wieder den Räumungsverkauf, den Lagerverkauf gab und da gab es Rabatt. Und da war es dann so, ich wollte mich mal gerade ein bisschen bequemer hinsetzen. Da war es dann so, dass es bis zu 30% Rabatt gab, wenn du schnell genug bist. Ich wollte das mal ausprobieren mit deren Mystery-Edition, die ja eh schon rabattiert sind. Das sind dann keine Mystery-Bilder, sondern das sind irgendwelche Bilder aus dem Shop, die können kleine Macken haben, auf der Umverpackung zum Beispiel, oder keine Umverpackung mehr haben. Aber auch nicht. Es kann auch einfach ein bisschen Lagerware sein, wo dann vielleicht mal ein bisschen Staub drauf ist oder auch nicht. Der einzige Haken ist, du kriegst das Bild zwar super günstig, du weißt aber nicht, was du bekommst. Jetzt ist es so, dass ich mir einen Riese ausgesucht hatte, die eigentlich 120 Euro, manchmal auch wenn Leuchtsteine sind, 130 Euro im Shop kosten. Ich hatte ja meine 30% Rabatt erwischt zum ersten Mal. Und dann war es so, dass ich ein Bild in 70 mal 105 für 59 Euro erwischt habe. Hab das direkt mit meinem Mann abgesprochen, habe gesagt, wie wäre es denn, wenn ich oder wir uns, er mir das zum Geburtstag schenkt und wünsche. Da ich ja noch nicht weiß, welches Bild das ist, du schaust dann in den Karton, ob das von der Größe her passt. Und ja, dann hat er schon gesagt, ja, ich glaube, das Bild ist nichts für dich. Ich glaube, das gefällt dir nicht. Die Größe passt zwar und so, aber guck mal, ob du da nicht einen Widerruf machen willst, ob dir das überhaupt gefällt, ne? Und dann habe ich mir das angeguckt und fand es richtig gut. Und ich denke, was hast du denn, ne? Also ich habe es nicht ausgepackt und nix, weil das darf ich ja erst zum Geburtstag. Aber man sieht ja auf dem Karton immer dieses kleine Bildchen, was es sein könnte, ne? Und es ist sehr viel Schwarz-Weiß, aber auch ein riesen Bereich an Bunt drin. Also richtig, richtig bunt, ne? Ich habe gesagt, das Bild ist tipptopp, das mache ich. Für den Preis von 59 Euro pack's weg. Ich beachte das die nächsten 7 Wochen, waren es dann noch nicht und gut ist und dann freue ich mich darüber. Ne? Also jetzt ist es tatsächlich so, dass meiner Sammlung dann an meinem Geburtstag, das ist aber das einzigste Loophole, was ich habe. Also das einzigste Schlupfloch ist, ich darf Promobilder annehmen und Kooperationen annehmen, einfach weil ich gerne Werbung mache, die Shops teste, mein Fachwissen weitergebe. Und damit höre ich auch nicht auf. Das mache ich schon seit fast 3 Jahren, also seit Mai 2021 schon, sogar für Teenie schon. Damit hat es angefangen. Ich habe einen großen Vorrat von Pigmondo-Bildern und bin da aus Überzeugung Partner.
Und ja, jetzt kam der Shop von Janine noch hinzu. Ebenfalls vom Herzen und aus Überzeugung lege ich Promo-Bilder für sie, einfach weil sie durch ihren Shop weniger Zeit hat dafür, um Bilder auch fertigzustellen in der Größe. Und wir machen noch ein paar andere Projekte, also da wird noch einiges auf uns zukommen. Und ich freue mich riesig drauf. Das ist so eine Neuerung, die sich ergeben hatte. Und dann ist ja noch ein Shop auf mich zugekommen, deutscher Shop. Klingt erstmal so, dass das eine einmalige Sache sein könnte. Ich werde mal gucken, wie zufrieden die mit meiner Art des Videomachens sind und mit meinem Fortschritt und wie ich vorankomme. Denn da ist es auch angegeben, dass das Bild gelegt werden soll. Ich muss mal kurze Pause machen. Ich warte hier immer so ein bisschen auf die Post, aber da war bis jetzt noch nichts. Kann aber sein, dass es klingelt. Ja, ich wollte mal gerade überlegen, wo ich stehen geblieben bin. Also ich bin bei meinen Kooperationspartnern stehen geblieben. Also da wird noch einiges auf mich zukommen. Und der zweite Shop, der mich angesprochen hat, da habe ich mich nicht beworben, im Gegensatz zu Pigmondo, da hatte ich mich beworben. Die ist auf mich zugekommen und hat gefragt, ob ich mit ihr zusammenarbeiten möchte oder im Rahmen einer YouTube-Kampagne mit dem Shop zusammenarbeiten möchte. Und ich habe gesagt, klar, das lockert meinen Vorrat so ein bisschen auf, weil da sind ja auch viele Bilder, die ich im Angebot gekauft habe, die schon ein bisschen älter sind, die ich dann weitergebe oder verkaufe. Und dann bin ich gerne bereit, weil der Shop ist für mich neu. Die Künstlerkollektion und die zensierten Bilder von dem Shop habe ich noch nicht ausprobiert. Und dann habe ich sofort gesagt, ich bin auf jeden Fall bereit, das mal mitzumachen. Und also es kann gut sein, dass das eine einmalige Sache ist, dass ich einmalig die Chance bekomme, so ein Bild zu probieren. Ist für mich dann, wenn es so sein sollte, auch okay. Ich bin aber auch gerne bereit, wenn jemand anfragt, nochmal was aus meinem Vorrat zu tauschen, zu rotieren. Ich habe genug liebe Leute, die mir was abnehmen, die ebenfalls Diamond painten und ich verliere ja nichts dadurch. Ich bekomme ja ein neues Bild dafür, dass ich eins abgebe. Und ich bin, ich sag mal so, ich bin gar nicht so empfindlich beim Diamond painten. Also es gibt wenig an Material, das ich nicht mag. Also ich bin jetzt nicht so ein extremer Dark Fantasy Painter. Also ich brauche kein Blut, keine offene Herzen oder was es da manchmal gibt, keine Gruselschocker und keine Totenköpfe auf meinen Bildern. Und auch nicht nur schwarz, auch nicht. Das muss dann schon ein bisschen ein Farbklecks dabei sein. Und nicht nur dunkel sozusagen. Aber ansonsten bin ich ziemlich entspannt, egal ob rund, eckig, strass, was auch immer. Im Namen der Wissenschaft nehme ich sämtliche Steinchenformen an zum Painten. Bei der Farbanzahl bin ich noch ein bisschen eingeschränkt. Also mir sind Bilder, die gut rauskommen, mit weniger Farben auch recht. Ich muss nicht unbedingt 200 bis 300 Farben haben. Also ich finde, mein höchstes Bild hat 85 Farben. Und da bin ich, Entschuldigung, ich habe gerade Kohlensäure getrunken, darum die Pause. Und da bin ich fein mit. So, das war so zum Thema Diamond Painting Stash Detox, dass es da einige Umwandlungen gibt. Zu meinem Geburtstags-Krimskrams, das ist ja mein zweites Schlupfloch. Also ich darf mir keine Bilder zu Weihnachten wünschen und zu anderen Festigkeiten. Das mit Valentinstag, das war halt, also mein Mann, der hat mir Valentinstag die Blumen und das Bild geschenkt. Geschenke sind immer in Ordnung, auch von Freunden und so weiter und so fort. Aber ich darf mir die Bilder außerhalb meines Geburtstages nicht explizit wünschen. Möchte ich auch gar nicht, weil sonst kriege ich den Stash nicht runter. Ich habe natürlich so ein paar Bilder, die nicht an der Challenge teilnehmen. In einer Box, die wird nicht voll gemacht, definitiv nicht, dass ich einen Vorrat habe von Bildern, die ich mal selber weitergeben kann, die ich nicht zeige, weil ich habe ausgerechnet, meine Challenge könnte 4 bis 4,5 Jahre dauern. Das sind, ich würde mal sagen, 48 bis 50, 55 Monate. Bin ich völlig fein mit. Ich liebe meinen Vorrat und ich würde am liebsten alles davon direkt painten. Aber wer weiß, was da mit den Shops ist, wie teuer das wird, wie sich Diamond Painting entwickelt. Und darum will ich nicht alles weggeben, was nicht an der Challenge teilnimmt. Ich behalte das in einer geschlossenen Box und in Mappen und es frisst kein Brot und haben es besser als brauchen. So, das zu meiner Challenge. Das nächste, was ich euch noch erzählen möchte, ist, dass ich heute im Rathaus gewesen bin. Also das, was ich hier mache, das ist jetzt ein Nebenjob.
Ich habe das offiziell als Gewerbe angemeldet. War ein großer Schritt für mich. Ich habe lange überlegt, ob ich überhaupt mich monetarisieren lassen soll. Und da kommen wir schon auf das Warum. Mir fehlen nicht mehr viele bis zu 1000. Wir sind fast 1000 auf meinem Kanal. Ich hätte niemals damit gerechnet. Ich hatte niemals vor, mit YouTube Geld zu verdienen. Ich wollte einfach nur eine Community um mich haben, die mich begleitet bei meiner Stash Detox Challenge, die dafür sorgt mit mir zusammen, dass ich durchhalte, der ich jeden Monat Rechenschaft über meinen Vorrat ablege und was ich weggepaintet habe. Eine kleine Community, der ich mein Hobby näher bringe, was ja auch super funktioniert aktuell. Also, wie ich immer sage, und das meine ich vom Herzen und das meine ich ernst, schön, dass ihr da seid. Ja, jetzt ist es so, dass ich durch die zwei neuen Kooperationen allein schon und das erste Promobild aus vom 19. Januar irgendwie schon Einnahmen generiert habe. Dann bin ich ja Partner bei Pigmondo, Partner bei Amazon. Das habe ich einfach mit dazu genommen, weil es richtig gut, und ich gucke gerade, ob ich hier irgendwas habe, aber das ist zu weit weg alles. Da gehen wir jetzt nicht ran. Weil ich richtig guten Krimskrams für meinen Kanal und für mein Hobby dort gefunden habe. Und deswegen habe ich Amazon gleich mit reingenommen. Ja, in Zukunft, da wurde ich auch nachgefragt, wird auch eine Wunschliste unter das Video gepostet. Da haben mich einige liebe Menschen nachgefragt. Nicht, weil ich darauf aus bin, dass ihr mir irgendwas davon schicken oder schenken müsst oder sonstiges, überhaupt gar nicht, sondern viele, die das Hobby auch machen, möchten gerne wissen, was man sich wünschen kann, was ich mir wünsche, was man alles brauchen kann fürs Hobby. Und ich habe wunderschöne Stifte auf der Liste, günstige Bilder, meinen aktuellen Lieblingshersteller Diamond Dots, die ebenfalls ganz oft Angebote von lizenzierten Bildern haben, wie das Lama, was ich euch in dem vorherigen Video in dem Monatsrückblick Februar gezeigt habe. Das habe ich dafür 5 € bekommen anstatt 29 € und so weiter und so fort. Aus diesem Grund wird es eventuell dann bald mal eine Wunschliste geben. Aber dafür muss im Hintergrund noch einiges organisiert werden. Ich brauche eine Postadresse, mein Impressum und so weiter und so fort. Einfach eine Adresse. Zum Beispiel eine Postbox oder eine Packstation-Adresse, wo ihr mir gerne schreiben könnt. Allerdings gehen keine Briefe, also da gehen halt nur so in die Packstation, gehen nur Päckchen. Ja, ich weiß nicht, inwiefern da auch andere Sachen reingehen, aber ja, das wird alles kommen. Dann könnt ihr mir gerne in die Kommentare Anregungen und Wünsche schreiben, was ihr so davon haltet. Jedenfalls wollte ich euch sagen, es ist seit heute, darum auch heute das Video offiziell. Ich bin offiziell ein Kleingewerbe, so hat man es ausgedrückt. Also ich bin quasi das Geschäft. Hi. Und ja, nur das habe ich jetzt in trockenen Tüchern, weil es die letzten 3 Monate, der März ist fast um, dank euch auch super gelaufen ist. Damit hätte ich nie gerechnet. Ich hatte nie vor, ins Rathaus zu gehen und zu sagen, hi, ich habe einen Nebenverdienst, macht mir mal einen Gewerbeschein fertig. Ja, und dann darauf hinaus, weil ich habe ja einen Hauptjob, wie ihr wisst, und das Diamond Painting und die Ehe und das Haus und meine Hunde kosten ja auch Zeit. Und ich wurde mal gebeten, ein bisschen übers Zeitmanagement mit euch zu sprechen. Das machen wir jetzt, denn es gibt einmal diejenigen, die viel Zeit haben, ein bisschen was liegen lassen und mit dem Painten nicht mehr aufhören können. Und dann gibt es diejenigen unter uns, die zu wenig Zeit zum Painten haben und sich irgendwie Lücken schaffen müssen oder das irgendwie zeitlich begrenzen müssen, damit man sagen kann, ja, wie komme ich denn vorwärts? Und da kann ich euch 2 Möglichkeiten geben. Also wenn ihr zu denen gehört, die unorganisiert einfach loslegen, die sich total in das Hobby vertiefen und einfach nicht mehr aufhören können, deckt euch euer Bild zum Beispiel mit Backpapier oder mit dem Coverpapier von Tini Schnickschnack ab, wo schon Kästchen drauf sind. Und macht es wirklich so, wenn ihr wisst, ihr könnt nicht loslassen, bis was fertig ist und euer Bereich, den ihr paintet, wird immer größer. Teilt euch euer Bild gerne auch auf der Hauptfolie, die drauf ist, und dann mit Washi-Tape in Kästchen abkleben. Teilt euch euer Bild ein. Macht euch ein Kästchen, zum Beispiel ihr sagt, gut, ich darf nur 1 Stunde painten, dann muss ich aufhören. Dann macht ihr euch ein kleines Kästchen, paintet das fertig,
Selbst wenn ihr 10 Minuten eher oder später fertig werdet, das ist immer noch besser als wichtige Dinge zu verpassen. Paintet euch dieses Kästchen fertig, legt den Stift hin und sagt: So, ich bin jetzt ein Kästchen weitergekommen. Wenn ich jeden Tag ein so ein Kästchen schaffe, bin ich dann und dann fertig. So rechne ich mir meine Bilder aus. Ich habe zum Beispiel auch das große Buddha-Bild, das liegt jetzt hier gerade unten vor mir, in Kästchen eingeteilt, weil ich wusste, wenn ich das nur mache, dann dauert meine Challenge einfach zu lange und ich kriege nichts fertig. Dann habe ich einen Stern im Monat, dann schaffe ich im Jahr 12 Bilder. Und das will ich ja nicht. Dann zieht sich ja bei 89 Bildern meine Challenge auf 7 Jahre und mehr. Und ja, darum habe ich das in 12 Kästchen aufgeteilt. Und mein Ziel ist jetzt, jeden Monat ein Kästchen fertig zu bekommen. Und die letzten 3 Monate hat das geklappt. Und vielleicht kann ich dann ganz zum Schluss, anstatt bis Dezember das letzte Kästchen zu machen, ganz zum Schluss im November, Oktober den ganzen Rest fertig machen. Aber das wird eine Überraschung bleiben. Ja, also für Zeitmanagement ist gut, teilt euch euer Bild in Kästchen ein und dann nehmt euch wirklich vorher ein Kästchen vor oder zwei, je nachdem, wie viel Zeit ihr habt, und dann legt den Stift nieder und hört auf. So mache ich es auch. Oder ich nehme wirklich ein absichtlich kleines Kästchen von 5x5, das lege ich. Dann erledige ich das, was ich erledigen muss. Zum Beispiel dieses Video drehen, da kann ich ja auch gerade nicht painten. Und dann sage ich mir, ja, wenn das zeitlich passt, dann mache ich das zweite Kästchen. Ansonsten mache ich es morgen. So, und andererseits gibt es dann noch die Möglichkeit, dass welche sagen, ich habe so wenig Zeit zum Painten. Ich würde ja gerne mehr painten, aber ich weiß nicht wann. Auch da der Tipp mit den Kästchen. Ich habe zum Beispiel eine Freundin, die relativ langsam ist mit dem Painten und habe dann gestern erfahren, dass sie lieber andere Dinge macht, anstatt dann zu painten. Und auf der anderen Seite sagt sie dann aber, ja, ich bin nicht so schnell wie du, ich bin sehr langsam im Painten, ich schaffe gar nicht so viel. Und sie hat unheimlich viele Bilder noch zu machen, ne? Nicht so viel wie ich und auch nicht in dem Budget wie ich. Sie hat eher kleinere Bilder. Aber trotzdem sitzt sie sehr lange an einem Bild. Und dann habe ich gesagt, nimm dir doch jeden Tag, die hat sie auch die meisten Tage, 1 Stunde Zeit. Egal in welchem Tempo du paintest und egal wie viel du schaffst. Stell dir einen Timer auf 1 Stunde oder mach dir ein Hörbuch an, was 1 Stunde läuft, oder ein Podcast, der so 40 bis 60 Minuten geht pro Folge. Setz dich hin. Painte die 60 Minuten, egal ob du deinen Bereich fertig hast oder nicht, wenn du ein Kästchen machst. Die hat auch Silikonpapier. Das ist schon so 9x13 bis 10x15 groß. Deckst du einfach den Bereich auf und paintest den. Und ziehst natürlich die Folie dafür ab und legst alles mit diesen einzelnen Blättern aus auf deinem Bild. Nimm dir doch einfach den Bereich. 1 Stunde mit einem Timer. Jeder hat ja zum Beispiel eine Alexa oder ein Handy mit einer Stoppuhr oder macht sich eine Folge an aus einem Podcast. Ich höre gerade sehr gerne Podcast-Folgen. Ich habe schon einen kompletten neuen Podcast durch und bin jetzt bei den alten Folgen dieses Podcasts wieder angekommen. Ja, setz dir einen Timer, paint in der Zeit. Es ist besser als nichts zu machen und leg das Bild wieder weg. Und mach dann dein anderes Hobby, anstatt dass man jetzt eine Folge mehr von der Serie vor der Glotze guckt, kann man dann ja auch was für den Kopf und was Kreatives machen und an sein Bild gehen. Und das macht sie jetzt seit ein paar Tagen so, hat sie mir gestern erzählt, dass sie sich 1 Stunde am Tag, wenn sie die Stunde hat, sie hat auch manchmal Termine bis abends, da geht sie dann nicht mehr an das Bild, aber wenn sie die Stunde hat, geht sie 1 Stunde am Tag an ihr Bild, paintet, was sie schafft und legt es dann wieder beiseite und lässt es dann. Vor allen Dingen hat sie einen eigenen Schreibtisch, sie muss nichts wegräumen und nichts, ne? Und ja, ich plane meine Woche mit dem Painting auch im Voraus, denn ich habe Tage und Stunden, da geht mehr, und ich habe Tage, da geht halt ein bisschen weniger. Und das einfach zum Thema Zeitmanagement. Ich benutze auch mein Journal für die Challenge, um das zeitlich festzuhalten, und schreibe da auch immer wieder Sachen auf für YouTube, für meinen Kanal, für meine Sammlung, die ich machen möchte. Und ja. Das nächste Thema widmet sich dann dem Hobby. Also, wir packen ein Kit zusammen aus. Wie lege ich los? Wie bereite ich das vor? Welche Möglichkeiten habe ich, mein Bild einzuteilen? Das wird es Anfang April geben. Jetzt möchte ich euch noch die Sachen zum Thema Ostern erzählen. Und zwar, dieses Mal wird mein Video
am Ostersonntag erscheinen und ein Whip and Chat wieder sein. Allerdings nicht zum Buddha, weil da möchte ich euch noch nicht verraten, wie weit ich bin und ob ich das Feld noch schaffe und so weiter und so fort, weil wir haben ja jetzt schon fast Ende März, sondern wir werden uns mein Promobild, mein Kooperationsbild vornehmen und auch da werdet ihr dann schon mal sehen, wie weit ich bin. Dann wird es Mittwoch, Anfang April, wieder ein Video geben. Da bin ich noch mit Janine im Gespräch. Da wird sie mir sagen, ich kann euch einen kleinen Teaser geben, hat sie mir gesagt. Da wollen wir mal sehen, ob sie mir fürs Mittwochsvideo das Go gibt. Ansonsten wird das Mittwochsvideo ein bisschen eine Diamond Painting Sprechstunde mit Gequassel. Und mein Freitagsvideo, Anfang April. Das ist das Video, auf das ich am meisten warte und das auch auf das viele von euch warten. Das wird ein Monatsrückblick März. Wir werden gucken, ob ich Sterne gesammelt habe. Wir werden meine VIPs durchgehen, die ich mitnehme in den April. Drehen tue ich das Video am Ostermontag schon, also genau am 1. April. Es wird nicht geschummelt. Ich zeige euch am 1. April, wie weit ich bin. Und das hier ist ein Teaser von Janine. Ich weiß nicht, was drin ist. Ich darf es erst auf ihr Go auspacken. Hier Janine zum Beweis, es ist noch original verschlossen. Ja, da sehen wir dann, wenn sie das Go gibt, was drin ist. Ich soll es euch anteasern, da kommt was Neues in den Shop. Und wenn das angekommen ist, dann widmen wir uns diesem Paket. Wie gesagt, wir haben Dienstag. Das Video erscheint am Mittwoch. Ich wünsche euch dann ein schönes Bergfest, wenn ihr es Mittwoch direkt schaut. Stellt mir wie immer gerne eure Fragen unten in die Kommentare. Auch gerne Fragen, die ihr von mir noch wissen möchtet, übers VIP in Chat. Die kann ich euch dann beantworten. Da können wir ja mal so eine Frage-Antwort, so ein Q&A draus machen, wenn ihr wollt. Fragen zum Thema Diamond Painting gerne. Themen für die Sprechstunde. So ein bisschen haben wir das Zeitmanagement ja schon angeschnitten. Da können wir auch gerne im Rahmen der Familie und so weiter und so fort der Arbeit noch drauf eingehen. Und dann würde ich mal sagen, wünsche ich euch eine schöne Woche. Wenn ihr neu auf meinem Kanal seid, lasst mir gerne kostenlos irgendwo da unten ein Abo da. Drückt auf die Glocke, um die zu aktivieren. Dann verpasst ihr keines meiner Videos mehr. Und kleiner Teaser, bei 1000 Abonnenten wird es wieder eine Verlosung geben. Und ich habe richtig süße, hammercute Preise ausgesucht. Es wird ein Diamond Painting Set geben mit Mäppchen, mit Stift, mit Washi-Tape und allem, was man braucht. Ihr könntet das, und es ist ein Bilderrahmen dabei. Ihr könntet sofort loslegen, könntet euch das fertig machen und hinstellen. Zwei Sets wird es geben, also einen ersten und einen zweiten Gewinner. Größer der Preis als bei meiner ersten Verlosung, nämlich ein Komplettset, das zusammenpasst. Und ja, 1000 Abonnenten Special-Video. Mal sehen, wann es das gibt. Mir fehlen nicht mehr viele. Etwas über 60 Abos. Also bleibt gerne bei mir. Ich würde mich riesig freuen. Und dann sage ich mal, ciao, bis zum nächsten Mal.